Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu unserer nächsten Yoga-Einheit. Die Yoga-Einheit ist jetzt für Anfänger geeignet, aber halt auch für Fortgeschrittene. Du kannst es dann einfach so für dich auch mal variieren und deine eigenen Hilfsmittel vielleicht für die Yogastunde mit benutzen. Okay, dann freue ich mich und dann lasst uns auch mal gleich beginnen. Du schaust heute, dass du hier gut in diesem Sitz ankommst, ja, in diesem Schneidersitz für dich. Oder natürlich auch gerne im Fersensitz, je nachdem, wo du einfach jetzt für dich gut ankommen magst. Ja, spüre deine aufrechte Haltung oder auch die Ausrichtung deines Körpers. Deine Arme, deine Hände hast du ganz locker hier im Schoß abgelegt oder auf deinen Oberschenkeln. Und dann schließe mal deine Augen jetzt für den Moment. Und spüre hier mal deinen Atem. Du atmest ein und atmest wieder aus. Einatmen und ausatmen. Nimm wahr, wie sich einatmend deine Bauchdecke auch nach vorn schiebt und ausatmend geht der Bauch langsam wieder zurück. Sehr gut. Atme ein und ausatmen. Und spüre hier mal, wie du mit jedem Atemzug immer mehr bei dir ankommst. Jeder Atemzug schenkt dir neue, frische Energie. Und so atme jetzt noch zweimal ein und wieder aus. Sehr schön. Dann lass jetzt einfach nur den Atem so durch dich hindurch fließen. Halte deine Augen gerne weiterhin geschlossen. Und wir beginnen jetzt von hier aus mit unseren Asanas. Du darfst deinen Kopf ganz langsam einfach so von der einen zur anderen Seite hier bewegen. Sehr gut. So, hier wieder ganz achtsam. Und fühle einfach mal jetzt in diese Übung hinein. Okay, und dann kommen wir wieder in der Mitte an. Der Kopf ist ganz ruhig. Und von da aus nimm jetzt mal so dein Kinn nach unten, so Richtung Brustbein. Dein Rücken bleibt weiterhin ganz gerade, lang und aufrecht, Schultern entspannt und dein Kinn sinkt Richtung Brustbein nach unten. Spüre hier die Länge, die entsteht in deiner Halswirbelsäule. Ganz loslassen. Mit der nächsten Einatmung gib den Kopf langsam wieder nach oben. Nimm hier wieder einen Moment wahr und dann lass deinen Kopf mal leicht nach hinten sinken, so wie es für dich angenehm ist. Sei immer ganz achtsam mit dir selbst. Lenke den Blick dann wieder so nach vorne. Gerne halte deine Augen noch für einen Moment geschlossen. Spüre der Übung nach. Sehr schön. Dann gehen wir langsam weiter. Wenn du magst, öffnest du deine Augen jetzt und bringe von hier aus mal deinen rechten Arm lang nach oben Richtung Decke. Und du schaust, dass der rechte Arm jetzt wirklich richtig lang zieht, dass du dich ganz lang machst nach oben, ja, als wenn dich jemand
an die Hand nehmen würde und den Arm ganz lang zieht. Jawohl, sehr schön. Halte und dann neigst du dich jetzt von hier aus mal so nach links. Du nimmst jetzt hier die Dehnung wahr in der rechten Flankenseite und der Arm wird jetzt hier ganz rübergezogen. Deine Finger sind angelegt, Daumen ist angelegt, Hände geschlossen und auch hier schön hineinatmen in die Asana. Sehr gut. Und dann bringe den Arm langsam wieder zurück nach unten. Darfst dich auch hier gerne noch mal so ein bisschen lockern. Und dann geht dein linker Arm jetzt lang nach oben. Und dann auch hier erst einmal wirklich ganz, ganz lang ziehen deinen Arm. Schön halten. Sehr, sehr gut. Und dann neigst du dich jetzt zur rechten Seite. Ja? Und der Arm zieht lang, gerade, Finger geschlossen, Daumen angelegt. Halte. Jawohl, sehr schön. Und dann kommt dein Arm wieder nach unten. Sehr schön. Von hier aus gehen wir dann weiter ins Schulterkreisen hinein. Dafür bringst du jetzt mal so deine Hände auf deine Schultern und komme so einatmend in eine schöne, große, kreisende Bewegung hinein. Sehr, sehr gut. Jawohl. Wir wechseln auch nochmal von hinten nach vorne. Ja, sehr schön. Komme auch jetzt noch ein, zwei Mal und dann kommst du hier langsam wieder zum Ende. Arme sinken nach unten. Ja, nochmal so einen Moment wahrnehmen und nachspüren. Gut, von da aus gehen wir weiter. Und zwar nehme ich jetzt dein Kissen vielleicht, was du unter deinem Po hattest, jetzt mal ein wenig an die Seite und komme dann mal über in deinen Vierfüßlerstand. Du richtest dich von hier aus jetzt gut ein und aus im Vierfüßlerstand, Finger leicht geöffnet. Dann achte darauf, dass die Arme schön unter deiner Schulter sind, ne? Nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten geben. Der Druck geht so über deine kleinen Finger nach außen. Beine sind auch angenehm geöffnet. Und dann kommst du jetzt erstmal mit der nächsten Einatmung in den runden Rücken. Ausatmend, leichtes Hohlkreuz. Einatmen, rund werden im Rücken. Ausatmen, leichtes Hohlkreuz. Sehr, sehr gut. Ja, mach das noch so ein, zwei Mal. Und dann bist du wieder in deiner neutralen Vierfüßlerposition angekommen. Dann gehen wir weiter. Und zwar schiebst du jetzt einmal dein rechtes Bein lang nach hinten. Na, schau, dass es nicht einfach nur so hängt, sondern gib wirklich volle Kraft rein. Fuß drückt jetzt nach hinten und du hältst. Ja, halte hier. Und dann lass hier mal dein rechtes Bein so leicht wippen. Bring es wieder so zur Ruhe. Und dann nimm jetzt hier nochmal deinen linken Arm nach vorne. Und dann, als wenn du jetzt links etwas wegdrücken möchtest. Halte. Blick geht nach vorne. Sehr gut. Bringe beides wieder nach unten. Und dann schau, dass du dich hier wieder schön bewegst, ja, schön lockerst. Und von da aus nimm jetzt mal dein linkes Bein nach hinten. Auch hier hast du den Fuß wieder so herangeflext. Halte. Sehr schön. Und dann bringe auch das Bein nochmal hier gut in Bewegung. Ja, halt das dann wieder ruhig. Und dann nimmst du deinen rechten Arm nach vorne und hältst. Sehr gut. Und dann bring das beides auch wieder nach unten. Und dann spüre hier mal, dass du dich wieder schön lockerst.
Ja, aus deinem ganzen Körper so heraus. Ja, von da aus gehen wir langsam weiter zur Öffnung wieder des Brustraumes. Du nimmst die Hände ein Stückchen nach vorne und dann lass jetzt hier deinen Kopf so nach unten absinken. Und dann schieb jetzt hier so tendenziell deine Brust nach unten Richtung Erde. Halte das hier gut. Sehr schön. Ja, Brust schiebt, hat vielleicht Bodenkontakt, dass du wirklich richtig ankommst jetzt hier auf der Matte. Nimm mal wahr, wie sich das in deinen Schultern anfühlt. Sehr, sehr schön. Und von da aus bringst du die Beine etwas zusammen und lass dann den Po so nach hinten unten absinken und entspanne hier nochmal. Arme liegen rechts und links neben deinem Körper. Entspanne nochmal, lass sie los. Rücken ist ganz rund. Und dann kommst du einatmend langsam wieder nach oben, richte dich auf, mach dich hier so ganz lang. Ja, achte immer darauf, dass du wirklich Länge in deinem Rücken spürst, so in deiner Wirbelsäule. Und die Schultern gehen immer entspannt so nach unten. Jawohl, sehr schön. Von hier aus gehen wir jetzt langsam weiter und zwar in die Rückenlage. Ja, schau, dass du dich jetzt so absetzt über die Seite. Deine Beine hast du lang und ausgestreckt. Bringe deine Arme jetzt mal so nach vorne. Und dann geh wieder so aus deiner Körpermitte, ja, aus der Kraft deiner Körpermitte, langsam jetzt wieder so nach unten auf die Erde. Komme an auf deiner Matte. Richte dich hier erstmal wieder schön ein. Ja, nimm hier den Bodenkontakt wahr, schließe auch für den Moment mal deine Augen. Der Atem ist ganz bewusst am Kommen und Gehen. Mit dem Gedanken bereitest du dich jetzt schon mal vor auf deine nächste Asana. Wir werden übergehen gleich in den Schulterstand und auch in den Pflug hinein, wo du dann schaust, in welchen Schulterstand du jetzt für dich hineinkommen magst. Ja, wenn du etwas mit Unterstützung arbeiten möchtest, dann bringst du dir jetzt dein Kissen unter deinen Po und nimmst dann einfach nur so deine Beine leicht nach oben. Ja, das ist dann unser unterstützter Schulterstand. Wenn du aber hingegen etwas fordernder praktizieren möchtest heute, dann schau, dass du jetzt so für dich in deinen Schulterstand ankommst. Ja, das heißt, du schiebst jetzt nochmal deinen Po nach oben, ja, Richtung Decke. Nimm deine Hände wieder an den Rücken. Komme hier komplett so in die aufrechte Haltung. Beine sind lang. Halte. Und deine Hände, deine Finger sind geschlossen. Für eine bessere Ausrichtung winkel gerne nochmal deine Knie an. Versuche mit den Händen noch ein Stück weiter am Rücken zusammenzukommen und die Beine bringst du dann wieder lang nach oben. Oder gerne auch als Variante, dass du wirklich komplett in deinem Schulterstand ankommst. Das heißt, du löst jetzt mal deine Hände vom Rücken und schiebst die Arme lang nach oben Richtung Decke. Sehr gut. Sei hier so ganz in der aufrechten Haltung. Okay. Und von hier aus gehen wir jetzt alle mal weiter in den Hund hinein, beziehungsweise in den Pflug hinein. Das heißt, du gibst jetzt mal deine Beine geschlossen nach hinten unten. Schaut, dass ihr euch genügend Platz macht.
Und wenn deine Füße nicht komplett auf der Matte angekommen sind, halte deine Hände bitte am Rücken. Ja, sobald du Bodenkontakt hast, löse auch gerne deine Hände vom Rücken und tippe mit deinen Füßen noch mehr wieder Richtung Kopf heran. Und du nimmst richtig schön hier die Dehnung wahr über deine Beinrückseiten. Gerne dürfen deine Hände auch mal an deine Füße kommen. Mach dich hier so noch mal ganz lang. Ja, und dann halte die Hände und du öffnest dich jetzt von hier aus mal in deinen Beinen und komme so in die Übung hinein. Sehr schön. Dann schließe deine Beine wieder und dann kommst du jetzt von hier aus langsam wieder nach oben in den Schulterstand wieder zurück. Bring die Hände an deinen Rücken, ja, komme hier in die aufrechte Haltung und dann achte darauf, dass du jetzt wirklich ganz langsam nach unten absinkst. Ja, nicht so mit einem Schwung nach vorne kommen, sondern wirklich ganz langsam geht dein Körper, dein Rücken nach unten. Ja, langsames Abrollen. Wenn es dir einfach im unteren Rücken etwas zwickt oder etwas unangenehm ist, winkel gerne deine Knie an. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Aber sonst schau, dass du die Beine lang ausgestreckt lässt. Also wirklich voll in die Körperspannung kommst. Ja, aktiviert einfach die Körpermitte. Beine sinken langsam runter. Sehr gut. Unten angekommen, öffnest du dich wieder. Ja, achte darauf. Augen geschlossen, Arme leicht geöffnet, Handflächen aufgedreht und deine Füße fallen ganz locker nach außen. Sehr gut. Und du spürst hier der Übung wieder nach. Nimm den Atem wahr. Sehr gut. Und von da aus machen wir weiter. Und zwar nimmst du jetzt mal so dein rechtes Bein zu dir heran, umgreifst es wieder mit deinen Händen, ja, und ziehst jetzt wirklich dein Bein richtig zu dir. Dein linkes Bein ist lang ausgestreckt, Fuß herangeflext und hebt mal so ganz leicht ab von der Matte. Und von da aus bringe jetzt nochmal so deinen Kopf nach oben. Ja, kann sogar, vielleicht kommst du so weit, dass fast die Nasenspitze jetzt dein Knie berührt. Und halte hier mal für einen Moment wieder ganz kraftvoll. Und dann lässt du das Bein absinken, löse langsam, leg dich nach unten wieder ab und streck dein rechtes Bein aus. Einen Moment hineinspüren und wahrnehmen. Und dann wechselst du jetzt. Ja, linkes Bein ziehst du zu dir heran, nimm es ran an deinen Körper. Rechtes Bein geht rauf, Fuß ist herangeflext und auch hier gerne komme so rauf und lass jetzt so Knie an die Nasenspitze kommen. Halte. Okay, langsam auch hier wieder lösen, alles abgeben nach unten. Du kannst auch deine Hand gerne auf deinen Körper legen. Ja, mal bewusst den Körper auch wahrnehmen, dorthin atmen, in den Bauchraum hinein. Ausatmen, ja, alles abgeben, alles loslassen. Du darfst auch gerne immer etwas kräftiger ausatmen, dass du wirklich so letzte Anspannungen einfach abgibst. Sehr, sehr gut. Okay, von da aus nimm jetzt mal deine Hände leicht so unter deinem Po zusammen. Ja, deine Beine hast du lang ausgestreckt. Wir gehen über in den Fisch hinein. Füße sind herangeflext. Mit der nächsten Einatmung geht der Blick so nach unten zu deinen Füßen.
Und ausatmen, sink dann deinen Kopf so nach hinten unten auf die Matte. Du nimmst hier die Weite wieder wahr im Brustraum. Und du atmest ganz tief für dich ein und aus. Mach noch zwei Atemzüge. Und dann kommst du einatmend wieder so kraftvoll nach oben. Der Blick geht zu den Füßen und du sinkst langsam wieder runter. Nimmst deine Hände unter deinem Po vor und liegst in Shavasana in der Rückenlage. Mit der nächsten Einatmung stell deine Füße mal auf hinter deinem Po. Deine Beine hast du wieder so gut hüftbreit jetzt geöffnet. Dann wandert jetzt mal dein rechter Fuß bzw. rechtes Bein, also der Knöchel, liegt so auf deinem Knie auf. Deine rechte Hand geht jetzt gleich mal hier so durch das Löchlein hindurch und der linke Arm zieht an deinem Oberschenkel jetzt alles zu dir, zur Körpermitte heran. Ja, du kannst einfach mal schauen, ja, also auch wenn das etwas weiter vorne ist oder du vielleicht auch nicht so wirklich rumkommst, ja, schau, dass du vielleicht auch von oben drücken kannst, aber schön ist es, wenn du wirklich versuchst, hier richtig auch in die Dehnung reinzukommen, ja. Nimm wahr, wie der Dehnimpuls auch langsam nachlässt, dann zieh ruhig ein bisschen noch weiter dein Bein. Ja, drück es richtig, versuch richtig an die Körpermitte zu kommen mit deinen Beinen. Ja, spüre die Dehnung jetzt über die rechte Gesäßhälfte Richtung Oberschenkel, auch Innenseiten deiner Oberschenkel. Schön halten, das lockert unsere Muskulatur auch gerade so im unteren Rücken, Gesäßbereich. Auch eine schöne Öffnung für unsere Hüften. Halte so noch einen Moment. Und dann löse langsam wieder, stell deinen Fuß auf und dann gib hier einfach mal den rechten Fuß wieder zur Matte. Für den Moment dürfen deine Knie sanft gegeneinander fallen. Du nimmst die Energie jetzt wahr im Körpermittenbereich Oberschenkel. Spüre dort die Wärme, die entsteht durch unsere sanfte Bewegung hier. Dann wechseln wir. Dein Fuß kommt jetzt, also der Knöchel vom linken kommt jetzt aufs rechte Bein, ja, und dann greifst du hier wieder so hindurch. Und vielleicht merkst du auch jetzt schon Unterschiede, dass die eine Seite viel besser geht als die andere. Ja, und dann probiere auch hier dein Bein so gut du kannst, wirklich zur Körpermitte heranzuziehen. Ja, nimm hier erstmal wieder die Dehnung wahr, schenke deinem Körper Aufmerksamkeit. Spüre richtig so in den Dehnimpuls hinein. Ja? Ich gehe auch immer gerne so in den Wohlfühlschmerz. Ich finde, das ist auch einfach eine sehr schöne Äußerung dazu. Ja, dass es soll halt nicht wehtun, aber es soll halt schon kraftvoll auch sein, dass du dich hier auch selbst schön forderst. Ja, dass du nicht so locker lässt, sondern schau, dass du wirklich hier schön in diesen Wohlfühlschmerz hineinkommst. Halte so noch einen Moment. Und dann löse langsam wieder, stell die Füße auf, spüre nach. Knie dürfen hier gerne wieder sanft gegeneinander fallen. Ja, das entlastet gleichzeitig wieder deinen unteren Rücken. Für den Moment schließe deine Augen. Du atmest bewusst wieder in den Bauchraum hinein. Ja, für den Moment gib auch gerne deine Hand auf deinen Bauch. Und fühle und spüre dich. Sehr schön. Ja, dann öffnest du deine Beine. Wir gehen jetzt mal weiter über in die Schulterbrücke. Ja, du hast die Beine so wieder hüftbreit geöffnet
Und dann schau mal, dass du jetzt mit der nächsten Einatmung dein Becken nach oben bringst. Ja, es kann sein, dass das jetzt erstmal so auch aussieht. Ja, oder achte darauf, dass du dich nicht so hängen lässt. Ja, dass du wirklich so aus der Kraft des Rückens dich nach oben drückst. Ja, richte dich gut auch in den Schultern ein. Und auch hier hast du jetzt einen festen Po, bist ganz fest hier vom unteren Rücken. Das gibt dir Stabilität und schützt auch gleichzeitig deinen unteren Rücken. Halte hier. Und wenn du etwas weiter gehen möchtest, schau mal, dass du jetzt nochmal so auf deine Zehenspitzen kommst. Und hier wirklich die Zehen ganz kraftvoll in die Matte drückst. Ja, mach dich hier so ganz lang und du nimmst auch in der Vorderseite deines Körpers hier Dehnung wahr, Streckung, halte, sehr, sehr gut. Und dann bring die Füße wieder runter und ebenfalls lässt du deinen Körper nach unten absinken. In dem Moment kommen auch gleichzeitig einmal deine Knie zur Körpermitte, einmal hier ranziehen deine Beine. Und löse wieder, stell die Füße auf, spüre nach. Ja, und streck dann einmal deine Beine lang nach vorne hin aus. Und dann bringst du sie mal mit der nächsten Einatmung langsam wieder nach oben. Gerne wandern die Hände so ganz leicht unter deinem Po. Und deine Beine hast du so gut du kannst ausgestreckt. Ja? Und hier bewegst du jetzt mal deine Füße. Füße, Fußgelenke. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir mal von hier aus jetzt in die Öffnung weiter. Öffne deine Beine, wieder schließen. Öffnen, schließen. Sehr, sehr schön. Noch dreimal. Und dann beim letzten Mal die Beine geschlossen. Und du lässt die Beine dann wieder langsam nach unten hin absinken. Ja. Ganz kraftvoll gehen die Beine wieder runter. Und dann liege einfach nur wieder da. In Shavasana angekommen. Dann stell jetzt mal deine Füße beide auf hinter deinem Po. Öffne dich in deinen Armen. Und dann lass einfach mal die Knie jetzt so zur rechten Seite sinken. Dein Blick geht so über die linke Hand oder den linken Arm zur Seite. Eine Form unserer Krokodilsdrehung. Bleibe hier in der Atmung. Augen sind geschlossen. Und atme hier ganz entspannt ein und atme aus. Und von da aus bringe deine Knie wieder zur Mitte und dann fallen sie mal zur linken Seite. Dein Blick geht nach rechts. Und von da aus komme wieder zur Mitte zurück. Deine Hände oder deine Arme bringst du wieder so neben deinen Körper. Lass die Knie für den Moment gegeneinander fallen. Du spürst so wieder den Moment nach und von da aus ziehst du jetzt einmal deine Knie zu dir heran.
Ja, umgreife mit deinen Armen und dann schaukelst du jetzt mal so auf der Stelle hin und her. Jawohl, und dann gehen wir von hier aus in die Schaukelwippe. Schaukel gerne so ein paar Mal vor und zurück. Ja, sehr gut. Bevor du dann so nach oben kommst zum Sitzen. Von da aus gehen wir jetzt weiter über in die nächste Asana hinein. Ja, wir gehen jetzt über in unsere Vorwärtsbeuge. Und da darfst du jetzt deine Beine wieder lang ausstrecken. Achtest wieder darauf, dass du also nicht so eingesackt bist, ja, sondern dass du wirklich immer diese Länge bewahrst im Rücken. Ja. Füße hast du herangezogen. Und du hast auch den Bodenkontakt nach Möglichkeit mit deinen Beinen. Okay, gut. Mit der nächsten Einatmung bringe deine Arme nach oben. Ausatmend sinkst du nach unten. Ja, und je nachdem, wie das jetzt für dich ist, ja, wie weit du kommst, na, schau einfach mal, dass du für dich gut in der Asana ankommst. Ja, darum ist es nicht wichtig, dass du ziemlich weit vorne bist, sondern achte wirklich immer so auf deine Ausrichtung. Ja? Schau, dass du wirklich aus dem unteren Rücken jetzt nach vorne drückst. Ja? Dass du nicht ins Hohlkreuz oder in einen Buckel verfällst, ja, sondern dass du wirklich vom unteren Rücken her schiebst und dass du auch hier oben in den Armen, in den Schultern entspannt bist. Ja? Der Bauch zieht so tendenziell Richtung Oberschenkel. Deine Füße bleiben auch in dieser Übung herangezogen. Ja? Und so hältst du jetzt einfach. Sehr gut. Ja, eine schöne Übung, um loszulassen. Ja, ist auch ja, vom vielen Sitzen sind wir einfach sehr verspannt. Und da helfen uns diese Übungen, jetzt einfach da Flexibilität in den Körper zu bringen. Ja, du kannst es ja auch wahrnehmen, wie wirklich hier ja, einfach alles auch lockerer wird. Ja, wie du hier richtig schön in die Dehnung hineinkommst. Okay, und dann mit der nächsten Einatmung kommst du langsam wieder nach oben. Bring gerne deine Arme nochmal nach oben und öffne dich. Ja, und dann nimmst du deine Hände jetzt nach hinten. Und dann gehen wir von hier aus jetzt mal weiter in den Tisch hinein. Du stellst deine Füße auf, wieder hüftbreit geöffnet. Und auch hier, ja, achte darauf, dass du dir nicht so im Tisch hängst, sondern dass du wirklich dich richtig aus deinen Schultern nach oben drückst. Po ist fest, Beine hüftbreit geöffnet. Wenn der Hals in Ordnung ist, darf er auch gerne noch nach hinten gehen. Und du atmest jetzt hier wieder schön ein- und ausatmen. Jawohl. Mach noch 3 tiefe Atemzüge. Und dann geht der Blick wieder nach vorne. Und dein Po sinkt nach unten. Und von da aus gehen wir jetzt nach vorne in die Bauchlage hinein. Ja, komme an in deiner Bauchlage. Und leg dich einfach mal komplett ab jetzt auf deiner Matte. Vielleicht mag sich der Atem etwas beruhigen und du achtest in der Bauchlage darauf, dass deine Füße ganz locker zur Seite fallen, dass du auch hier die Anspannungen rausnimmst. Und jetzt gehen wir von hier aus weiter und wir gehen über jetzt zur Kobra. Bringe dafür deine Hände unter deine Schultern, Beine sind jetzt geschlossen, Po fest und du kommst dann so aus Kraft deiner Rückenmuskeln nach oben. Ja, in dieser Übung hast du jetzt kein Gewicht auf deinen Händen, sondern du hältst dich aus Kraft deiner Rückenmuskulatur. Sehr, sehr gut. Halte. Atme hier ganz bewusst. Ein und atme aus. Sehr, sehr schön.
Und dann sinke langsam wieder nach unten an deine Matte. Spüre nach. Dann nimm mal jetzt deine Hände hinten an deinem Gesäß so zusammen, greif ineinander. Ja, und dann kommst du so in die Aufrichtung. Ja, schau, dass du dich hier ganz lang machst. Ja, Brustkorb weit, du ziehst dich richtig hinein. Halte hier. Und dann löst du auch langsam wieder auf und legst dich wieder runter. Von da aus kommst du jetzt nochmal so auf deine Unterarme. Wir werden jetzt mal übergehen von hier aus in den Delfin hinein. Und zwar stellst du jetzt mal deine Füße auf und du kommst so in diese Position hinein. Und von da aus schiebst du jetzt mal deinen Oberkörper nach vorne und dann geht der Po wieder weit nach hinten. Ja, du schiebst vor, knapp über dem Boden und wieder nach hinten. Jawohl, sehr gut. So kommt eine schöne Dehnung jetzt an in deinem Körper. Mach noch so 5-mal vor, hinter, immer schön im Wechsel. Und zum Schluss, wenn du jetzt den Körper wieder absinken lässt, lande von hier aus gleich mal im Brett. Das heißt, dein Körper ist so knapp über dem Boden. Gerne als Ausgleichsvariante können jetzt auch die Knie zur Matte kommen. Aber sonst schau mal, dass du das noch für einen Moment hältst im Brett. Sehr, sehr schön. Okay, dann sinkst du runter. Füße ablegen, Körper kommt runter. Nachspüren. Mit der nächsten Einatmung stell die Hände wieder auf neben deinem Körper so und du drückst dich jetzt so nach oben. Das ist so über den Vierfüßler dann. Und hier lockerst du dich jetzt nochmal schön aus deiner Intuition heraus. Ja, spüre dich einfach mal. Ja, im Yoga geht es einfach ganz viel um dich selbst wieder wahrzunehmen, dich zu spüren und dich zu fühlen. Ja, was möchte dein Körper? Schenke ihm nochmal bewusst jetzt Aufmerksamkeit. Einatmen, runder Rücken. Ausatmen, loslassen. Noch 2-mal einatmen, rund werden, ausatmen, loslassen. Jawohl, ein letztes Mal. Sehr gut. Jawohl, okay. Von da aus sink jetzt mal dein Po nach hinten unten und dann lass jetzt deinen Körper nach unten hin absinken. Komme so in die Stellung des Kindes. Ja, schau, dass du jetzt wirklich hier gut ankommst. Stirn liegt auf. Lasse ganz los im ganzen Rücken, Schultern. Entspanne dich. Ja, mit der nächsten Einatmung rollst du langsam wieder auf nach oben. Ja, strebe so richtig empor wieder, dass du wieder richtig in die Öffnung so hineinkommst. Ja? Und du nimmst deine Hände jetzt nochmal hinten so am Körper zusammen und schieb jetzt hier nochmal schön die Brust einfach raus nach vorne. Ja, es ist wieder so diese Gegenbewegung eben, ne, zu diesem Eingeigelten und jetzt kommst du wieder in die Öffnung, in die Weite hinein. Jawohl, löse deine Hände und spüre hier nochmal nach.
Und dann gehen wir jetzt weiter über in unseren Drehsitz hinein. Ja? Dafür setzt du dich jetzt einmal nach links ab. Du bringst dein rechtes Bein über dein linkes Bein. Dein linker Arm wandert um dein Bein herum und dein rechter Arm dreht so über die Seite auf. Ja, auch da achtest du auf das gerade Sitzen. Ja, wenn es dir etwas schwer fällt, so in dieser Übung anzukommen, dann nimm jetzt gern dein linkes Bein so lang nach vorne. Ja, wichtig ist, dass du hier aufrecht bist, ja, dass du dich nicht so abstützt jetzt mit deiner rechten Hand. Die ist hier wirklich tendenziell am Körper. Und du schaust hier so über die rechte Schulter. Sehr schön. Schöne flexible Übung nochmal. Und dann öffnest du dich, kannst gerne so als Gegenbewegung hier nochmal in diese Drehung hineinkommen. Dann wechseln wir. Ja, du setzt dich jetzt zur rechten Seite ab. Du nimmst dein linkes Bein über dein rechtes Bein. Und dann kommt dein Arm jetzt ums Bein herum. Ja, du nimmst ihn wirklich nochmal so richtig zu dir ran. Ja, das Bein so richtig ran drücken an deinen Körper. Und dann kommst du so über die Seite jetzt und drehst dich hier so auf. Da kann man wirklich die Dehnung so über den Oberschenkel, über den Po wahrnehmen. Okay, und dann kommst du hier langsam wieder so über die Mitte zurück. Kannst dich gerne so ausdrehen oder wirklich nochmal so in die Übung hineinkommen. Okay, sehr schön. Von da aus kommst du jetzt noch einmal zum Liegen nach unten. Das heißt, du nimmst nochmal deine Arme so nach vorne, gibst nochmal deinen Körper jetzt nach unten auf die Matte und liege jetzt hier so in der Rückenlage. Arme, ja, sind so angenehm neben deinem Körper jetzt. Beine leicht geöffnet. Die Augen sind geschlossen. Wir fahren jetzt unseren Körper für einen Moment ganz runter. Spürst den Atem. Spürst die Wärme und die Energie in dir. Und schenke dir selbst auch nochmal ein Lächeln. Ja, bedanke dich bei dir selbst, für deine Yoga-Praxis. Und spüre dann durch deinen Körper hindurch. Spüre zu deinen Füßen und Beinen. Spürst deine Körpermitte, deine Hände und Arme, bis hinauf zu deinen Schultern. Spüre Kopf und Gesicht und lasse dich jetzt einfach für einen Moment treiben. Bist jetzt ganz entspannt. Dann vertiefe jetzt langsam wieder den Atem. Ja, lass ihn tiefer gehen und fange an, deinen Körper zu bewegen. Gerne recke dich, strecke dich auch nochmal. So das Gefühl, als wenn du jetzt gerade morgens aufwachst aus deinem Bett heraus. Ja, mach dich hier nochmal ganz wach, recke dich, strecke dich. Freu dich einfach auf das, was jetzt kommt. Und dann kommst du jetzt entweder über die Seite oder so über die Schaukelwippe nach oben zum Sitzen. Und ja, schön. Dann ist unsere Yogastunde jetzt somit beendet.
Du bist gut aufgeladen mit neuer Energie, mit neuem Power. Ja? Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und